Brüeff im Stage Talk. Hallo miteinander, ich begrüße ganz herzlich Sabine und Delia, oder? Delilah. Also fangen wir doch gerade an mit der ersten Frage. Wieso hast du dich denn für eine Lehre als Recyclist entschieden? Also, als ich über den Beruf erfahren habe, ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert hat, ist die Umwelt. Also ich habe sofort gemerkt, es ist etwas für die Zukunft und ich kann eigentlich der Umwelt so sehr gut helfen und ich kann etwas beitragen. Und dann bin ich schnuppern bei meiner jetzigen Firma und ich habe gemerkt, das ist der Ort, wo ich sein will, wegen den Mitarbeitern vor allem. Es war ein super Umfeld, in dem ich mich einfach absolut wohlgefühlt habe. Und dann habe ich auch gemerkt, sie haben mir sehr früh relativ viel Verantwortung gegeben. Und ich konnte mit den Maschinen so sehr viel machen. Ich konnte schon zwar noch nicht in Stapler, aber mit kleinen Maschinen konnte ich schon vieles machen. Und das hat mich sehr interessiert. Ich bin auch schon in Radlader rein sitzen und das hat mich, denke ich, sehr beeindruckt. Okay. Wer ist denn AirSwiss? Also was ist AirSwiss? Was macht AirSwiss und was kann ich mir denn unter AirSwiss vorstellen? Also AirSwiss ist die Organisation, die sich um die Ausbildung der Recyclisten und Recyclistinnen kümmert. Wir organisieren die überbetrieblichen Kurse, wir richten Diplomfeier aus, wir bilden die Lehrmeister weiterbilden und informieren und vieles anderes, was organisatorisch ist. Und ganz wichtig ist auch Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel jetzt hier, wo ich kann über den Beruf berichten zusammen mit Delilah. Das ist natürlich super, weil wir wollen ja mehr Recyclisten eigentlich auch ausbilden. Ja, und was würde mich denn in einer Lehre als Recyclist erwarten? Was sind deine alltäglichen Tätigkeiten? Also der Beruf von einem Recyclist, dort geht es eigentlich vor allem um die Annahme von den Wertstoffen, dann um die Aufbereitung, um die Lagerung und den Verlad. Das heisst, man hat sehr viel mit den Kunden zu tun bei der Annahme. Entweder auf der Waage zum Beispiel, wo halt in der grösseren Ware kommen oder in der normalen Sammelstelle, wo einfach Privatkunden kommen. Dann hat man bei der Aufbereitung zum Beispiel grosse Kupferkabel, wo man dort muss, wo noch mit Kunststoff rundherum haben, kann man die aufbereiten, nimmt man den Kunststoff vom Kupfer weg. Das ist ein sehr grosser Bereich, wo man sehr vieles muss machen als Recyclist. Und Lagerung natürlich, bis man genug zusammen hat, um das weiterzugeben und dann beim Verlad helfen, entweder den Chauffeur oder auch mit der Maschine halt, das verladen. Okay, und was ist denn speziell an der Lehre als Recyclist und was hat dich bewegt, genau diese Lehre zu absolvieren? Ich glaube, das, wo, ich meine, Umwelt ist momentan sowieso ein riesiges Thema. Das ist sicher etwas Spezielles und es hat einfach, es ist ein Beruf für die Zukunft. Also man hat weiter so, man hat sehr viele weitere Möglichkeiten, was man nachher noch machen kann. Und es ist ein Beruf, der jetzt immer mehr und mehr wichtiger wird. Wie hat sich denn der Umgang mit Abfall seit dem Lehrbeginn verändert? Für dich persönlich? Da hat sich ehrlich gesagt nicht allzu viel verändert. Ich habe vorher schon alles relativ gut getrennt. Das, was sich ein bisschen verändert hat, ist einfach, dass es mir jetzt bewusst ist, wenn ich es trenne und was auch nachher damit passiert. Das macht es einfach noch ein bisschen wichtiger für mich. Okay. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Recyclist wirklich ein Lehrberuf geworden ist? Ja, der grösste Verband, der Recyclingbetrieb dazugehört, der VSMR, der hat Anfang 2000er Jahre angefangen, Lernende auszubilden, weil es einfach keine Fachkräfte hatte. Also ein Fachkräftemangel schon da. Und im Jahr 2004 hat es nachher ein neues Bildungsgesetz gegeben. Und aufgrund von dem ist dann eigentlich der Lehrberuf nach eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, wie man ihn heute kennt, ins Leben gerufen worden. Und die Recyclisten haben das auch müssen umsetzen. Es ist dann nur eine Weile gegangen, bis man so weit war. Und 2011 haben die ersten Lernenden angefangen,
als Recyclisten nach dem neuen Bildungsgesetz eigentlich die Lehre zu machen. Und im 2014 logischerweise, weil die Lehre geht 3 Jahre, haben sie dann können abschliessen. Okay. Und was sind denn momentan Ihre Herausforderungen? Wo sind Sie gefragt? Was sind Sie gefordert? Ja, das Thema Kreislaufwirtschaft, wo ja Recycling ein wichtiger Teil davon ist, entwickelt sich extrem schnell weiter im Moment. Und die neuen Themen und neuen Entwicklungen, die müssen wir im Berufsbild und in der Lehre natürlich abbilden. Und das ist eigentlich die grösste Herausforderung, die wir im Moment haben. Wo gibt es denn noch das Potenzial, den Abfall noch effizienter zu trennen? Und wo sehen Sie denn noch Ausbaumöglichkeiten in diesem Bereich? Ja, also wenn wir es jetzt von den Recyclingfirmen her schauen, nicht von jedem Einzelnen, dann ist es natürlich so, dass auch dort eben eine grosse Entwicklung ist. Es gibt immer wieder neue Technologien oder Technologien, wo man neue Wertstoffe kann gewinnen kann. Ein augenscheinliches Beispiel ist der Kunststoff, wo man heute primär PET kann recyceln und viele andere Kunststoffe noch nicht wirklich so gut kann wieder im Kreislauf zuführen, weil es halt sehr viele verschiedene Arten von Kunststoff gibt. Aber da ist man in der Wiederentwicklung dran. Okay. Und Delaila, wem würdest du dann den Lehrberuf Recyclist empfehlen? Also und was sind da die Anforderungen dazu? Was muss man für Fähigkeiten haben, um den Lehr absolvieren? Ich finde, als Allerwichtigstes ist sicher das Interesse an der Umwelt. Das ist natürlich Nummer eins. Dann sollte man sicher nicht Angst davor haben, dreckig zu werden. Es ist ein handwerklicher Beruf. Man wird auch mal im Regen arbeiten. Es wird auch körperlich anstrengend. Aber man muss jetzt da nicht irgendwie ein Hurenfetzen sein. Also, das sieht man an mir auch. Sicher auch noch wichtig, dass man gerne mit den Maschinen arbeitet. Also auch ein bisschen ein Gefühl dafür hat. Das ist von Vorteil. Möchtest du dann nach deiner Lehre dich in diesem Bereich weiterbilden? Und was gibt es denn generell für Weiterbildungsmöglichkeiten? Ich bleibe sicher in diesem Bereich. Ich habe jetzt geplant, nachher eine Berufsmatura machen. Und ich wollte nachher, das Ziel ist, Umweltingenieurin zu machen an einer Fachhochschule. Weiterbildungen gibt es einen ganzen Haufen und es wird jetzt auch vermutlich nicht mehr noch mehr geben. Schule ist zum Beispiel eben Umweltingenieur, könnte man machen. Man kann Techniker in Energie und Umwelt oder auch Rohstoffaufbereiter. Und sonst gibt es natürlich auch betriebliche Weiterbildungen, die man machen kann. Also man kann Maschinist nachher weitermachen, Leiter von einer Sammelstelle oder auch Platzchef von einem RC-Center. Es sind jetzt mehr Möglichkeiten, als ich gedacht habe. Das gibt sehr viel, ja. Was sind denn Zukunftspläne von AirSwiss? Ja, wir wollen den Beruf natürlich weiterentwickeln, im Schritt mit oder die Berufslehre weiterentwickeln, im Schritt, wie eben auch der Beruf sich weiterentwickelt. Das ist ganz wichtig. Und wir möchten natürlich auch mehr Lernende haben und mehr Lehrbetriebe, die Lernende ausbilden. Wir freuen uns über jeden, und jede natürlich, wo wir das Diplom übergeben nach 3 Jahren Lehre. Okay. Und was würdet ihr dann für Recycling-Tipps an die Leute, die jetzt daheim zuschauen, weitergeben? Also das Wichtigste ist sicher, dass man weniger Abfall produziert oder weniger Recyclingmaterial produziert und sich zum Beispiel überlegt, eben, dass man nicht jetzt den 7. rosa-rote Pulli kauft, sondern wirklich überlegt, was brauche ich überhaupt noch im Kleiderschrank. So gibt es auch weniger Wertstoffe, die nachher im Recycling-Kreislauf zugeführt werden müssen. Etwas, was mich persönlich immer nervt, ist, wenn Leute Aluminium wegrühren, also auch ein Joghurtdeckel, ist zu fast 100% recycelbar, kann wieder wie neues Aluminium verwendet werden. Und das Recyceln von Aluminium braucht 92% weniger Energie, als wenn man neues Aluminium herstellt. Okay. Genau. Persönlich, ich finde, grosse Problem, was Alex noch gibt, ist beim Food Waste. Dass man dort auch schaut, wie viel man jetzt tatsächlich muss kochen muss und wie viel man schlussendlich kann essen davon. Und dass, wenn es kompostierbar ist, dass man es auch kompostieren. Oder auch Kunststoff ist auch wieder ein grosses Thema. Dass man Kunststoffsammelsäcke, die sind super Sachen, die man gut brauchen kann.
Und sonst finde ich, wenn man sonst irgendwelche Fragen hat zu Recycling, geht an Sammelstelle und fragt Leute wie mich. Es gibt Fachleute extra dafür. Drum, ja. Ja, das wäre es jetzt schon mit dem Stage Talk mit Sabine und Delilah. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch für uns Zeit genommen habt. Danke dir. Danke auch. Gerne.